Der Martin war ja Junior, der Bruder von Florian, auch Unternehmer, 33 Jahre alt, Straßenbaumeister, Mechanikermeister, hochkompetent auch im Tiefbau, in dem ganzen Gewerk, aber auch jemand, der in seinem Betrieb auch ausbildet und dem die Menschen wichtig sind. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen. Ja, wie du schon gesagt hast, der Mike, ich habe jetzt mittlerweile zwei Lehrbuben, einen in Straßenbau, einen in Mechaniker. Mir ist es wichtig, dass man das Wissen wieder weitergibt an die jungen Leute, weil wir haben heute schon geredet drin, es gibt viele Handwerksberufe, da wo einfach nicht mehr junge Leute nachkommen und wir brauchen Fachkräfte. Und wie gesagt, ich bin halt einer und der Bruder auch. Der hat auch einen Meister, wo wir einen Hochbau ausbilden könnten. Aber wir möchten einfach das Wissen weitergeben, dass wieder junge, super Leute nachkommen, wo wir das Wissen und die Arbeit machen können. Es ist ja so viel zu machen. Und ich sage aber, wir brauchen nicht lauter Häuptling, wir brauchen Indianer, die arbeiten mit. Und wie gesagt, es gibt so viele Studierte. Vielleicht ist es jetzt das Negative, was ich sage, aber ich bin jetzt für das, dass auch junge Leute einfach ein gescheites Geld verdienen und nicht überall gerade Führungsposten übernehmen, einfach das normale Arbeit machen, und die Leute brauchen wir und die bringen uns auch weiter. Ja, vielen Dank, Martin. Es ist auch so, Studium recht ist nicht automatisch ein Garant für viel Geld und für Erfolg. Also ich bin auch Handwerksmeister und studiert. Ich kenne aus beiden das, und ich finde, Handwerk ist etwas, was du kaum durch Roboter, durch Digitalisierung oder sonst was aus der Welt diskutieren kannst. Es braucht immer noch jemanden, der die Arbeit macht. Egal, ob es in der Schreinerei ist oder ob es in der Grube, im Bagger ist oder sonst wo. Deswegen finde ich es immer toll, dass Unternehmen wie euers da auch die Fahne hochhalten und ausbilden. Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt schon 6 Jahre dabei. Es war eine sehr schöne Periode. Auch nochmal Sepp, danke. War eine schöne Zeit. Und haben wir eigentlich super gearbeitet. Es ist soweit sachlich geblieben. Und früher, wenn ich da so, wenn der Vater erzählt, was da früher abgegangen ist, war schon, dass ich da eigentlich nie auf eine öffentliche Sitzung hingegangen bin. Weil das hätte mich schon mal gelust. Aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, die letzten 6 Jahre einiges erreicht, was auch Uwing jetzt weitergebracht hat. Und mich würde es freuen, wie gesagt, das Thema Ortsumgehung, das hat wahrscheinlich jetzt schon mehrer gesagt. Und da ist halt viel zum Bedingen, und da haben wir nichts übersägt. Und einfach danach sägt man es nicht mehr, wenn der Teer drauf ist, aber alles, was ein paar rein muss, man einfach rein. Und ich glaube, mein Wissen könnte ich da schon ein wenig mit einbringen. Ich würde mich freuen, wenn es mich wieder wird. Und dann schauen wir mal, was die anderen Gruppierungen so machen.